Liebe Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Daily Deep Dive Episode. Vielen, vielen Dank für das wunderschöne Feedback gestern zur ersten Episode. Ich habe mich mega drüber gefreut und daher heute direkt die nächste. Ein Thema, über das ich gerade viel am Nachdenken bin, ist, wie man den perfekten Spagat schafft zwischen auf der einen Seite dieser Energie von Willenskraft, von Dinge pushen, sich durchbeißen und so weiter und auf der anderen Seite diese Energie von loslassen, sich einfach treiben lassen. Denn ich bin ja gerade in der täglichen Meditationschallenge, das heißt jeden Tag eine Stunde Meditation und das ist zum Start schon viel von dieser Energie von so, ich gebe dafür jetzt oder ich nutze meine Willenskraft, um eben durch diesen Prozess durchzugehen, weil es am Anfang so einfach eine Stunde still zu sitzen, für jemanden, der das noch nicht so richtig viel gemacht hat und die Gedanken einfach weiterziehen zu lassen, ist ja viel, viel einfacher, sich mit diesem Fluss mittreiben zu lassen und zu sagen, okay, ich denke mal über das nach und dann kommt dies und dann kommt das und dann kommt das, sondern eher zu sagen, okay, ich lasse mal die Gedanken weiterziehen und ich halte an nichts fest, das ist für mich schwieriger, als einfach sich mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen und den nächsten Launch beispielsweise zu planen. Das bedeutet, durch so eine Energie von Willenskraft, von, okay, ey, das ist mir wichtig und bam, ich gehe da jetzt durch die schwierige Anfangszeit hindurch. Mittlerweile heute ist jetzt Tag 13, wo ich jeden Tag eine Stunde meditiere. Und jetzt mittlerweile wird es auf jeden Fall immer einfacher, immer natürlicher. Ich setze mich hin, zack, und dann kann ich da gut in den Prozess reingehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir neue Dinge starten, am Anfang diese Willenskraft, dieses ich hau mich da mal mit allem, was ich habe, rein und mit so einer Angespanntheit, Angespanntheit trifft es eigentlich ganz gut, mit dieser Energie so über die ersten Hürden hinwegzukommen. Und dann ist es ganz wichtig, weil insbesondere in dieser Welt des Unternehmertums sehe ich es ganz viel, dass sehr viele Menschen zu viel in dieser Willenskraft, Angespanntheitsenergie unterwegs sind. Und sagen, und jetzt das nächste und den nächsten Launch und sich gefühlt innerlich so ein bisschen voranpeitschen. Und ich bin der Meinung, dass das, wenn wir zu sehr in dieses eine Extrem reingehen, sehr, sehr schnell nach hinten losgeht. Und wenn wir immer nur in diesem State von Willenskraft oder auch von Selbstkontrolle, von ich muss der Herr meiner selbst werden und so weiter und so fort, dann kriegt das häufig so einen Touch von Verbissenheit und von Schwere. Und ich glaube, dass uns das, auch wenn wir ein Business aufbauen wollen, früher oder später so ein bisschen auf die Füße fällt, weil wir eben diese spielerische, diese kindliche Energie, die ganz wichtig ist, die auch die Freude und die auch die Leichtigkeit reinbringt und die den Fokus auf den Weg und nicht den Fokus auf das Ziel ermöglicht, dass uns die so ein bisschen aus der Hintertür verloren geht, weil wir zu sehr in der Angespanntheit, in der Willenskraft, in der Selbstkontrolle-Energie sind. Und wie wir da diesen perfekten Spagat schaffen zwischen in einzelnen Situationen voll da zu sein, zum Beispiel auch, bin jetzt gerade jeden Morgen 5 Uhr, stehe ich gerade auf, jeden Morgen 5 Uhr aufstehen, 4.45 Uhr klingelt der Wecker und als allererstes Sport. Und wenn ich so morgens aufwache, dann ist mein natürlicher State nicht so, yes, geil, jetzt erstmal hier ein paar Liegestütze, ein paar Burpees, sondern mein natürlicher State ist erstmal, ach, ich könnte mich jetzt auch nochmal kurz hinlegen oder erstmal ein bisschen entspannt machen, erstmal hier in den Pool springen. Und stattdessen sage ich aber, okay, ey, ich weiß, für mich ist es wichtig, jeden Morgen erstmal Sport zu machen, das ist ein richtig geiler Start in den Tag, danach fühle ich mich viel, viel besser. Und dann nutze ich aber diese Energie von Willenskraft, von, okay, ich mache das jetzt und danach ist es auch wertvoll für mich. Wenn ich aber den ganzen Tag mit dieser, okay, ich mache das jetzt und dann mache ich noch das und dann das und dann das und dann hustle ich mich so durch mein Business und dann abends gehe ich noch ins CrossFit auch mit dieser angespannten Energie, dann geht das nach hinten los, weil dann geht uns die Freude verloren und dann geht uns diese Leichtigkeit verloren und dann das, was eigentlich dafür da ist, uns zu erfüllen und uns Freude zu bereiten, macht uns dann keine Freude mehr, sondern das Ganze kippt. Und deswegen habe ich gelernt, insbesondere jetzt im Dezember, wo wir wirklich uns einen Monat genommen haben, wo wir sehr, sehr viel offern, sehr viel in die intuitive, in die spielerische Energie reinzugehen. Und ich war eine Woche an der Ostsee, Think Week, und ich habe wirklich so 80% meiner Zeit komplett intuitiv gelebt. Das heißt, ich bin morgens aufgewacht und habe mich gefragt, okay, worauf habe ich jetzt als erstes Bock? Habe ich Bock ein bisschen Sport? Sport wäre eigentlich cool. Ah, nee, habe ich jetzt gerade keinen Bock. Ah, ein bisschen lesen. Ich setze mich aufs Sofa, eine Stunde gelesen. Ah, worauf habe ich jetzt Bock? Habe ich Bock auf Weiterlesen? Ich lese noch ein bisschen weiter. Dann, eine Stunde später, worauf habe ich jetzt Bock? Ein bisschen rausgehen. Ah, nee, ich habe schon Hunger. Okay, mache ich mir ein Frühstück.
und uns wieder mit unserer Intuition, mit dieser spielerischen Energie zu verbinden von ich plane mal nicht und ich halte mal nicht fest, sondern ich gehe einfach nur mit dem Flow, das ist dieses andere Extrem, was wir halt unbedingt brauchen, ohne dass es langfristig nicht funktioniert. Also, und da bin ich selber noch auf der Suche, eben genau das Geheimrezept zu finden, um zu wissen, okay, wann darf ich in der Willenskraft sein und wann darf ich in der spielerischen Energie sein und ich lasse einfach los. Und ich glaube, Menschen, die zu sehr in dem einen Extrem sind, die nur in dem, okay, ich beeinflusse alles und ich hustle durch und so weiter, die brennen dann irgendwann aus. Und die, die aber nur in der spielerischen, nur in der intuitiven Energie unterwegs sind, da kommt häufig auch nicht so viel Produktives bei rum. Und das, wofür wir hier sind, nur einen Unterschied zu machen, etwas zu bewirken und für andere Menschen da zu sein, das passiert dann häufig nicht. Und durch zu viel Freiheit von, ich mache alles intuitiv und ich mache alles ungeplant, fällt uns das auch dadurch wieder auf die Füße, dass wir häufig dann unzufrieden werden und sagen, ja, dieser ganz, jeden Tag diese ganzen Entscheidungen, oh, was mache ich denn jetzt? Und irgendwie, dann sind wir so schlaff und dann erfüllt uns das auch nicht wirklich. Und diesen Sweet Spot zu finden, beziehungsweise genau zu wissen, wann ich in welche Energie rein darf, das ist so eine meiner Challenges gerade. Und ich glaube, da wachsen wir alle ununterbrochen und da sind wir auch niemals mit fertig. Und wenn wir es aber schaffen, so auch zwischen Energien switchen zu können und zu sagen, okay, genauso wie ich das jetzt gerade mache, morgens erstmal Sport, da bin ich in der Willenskraftenergie und dann, dadurch, dass ich jetzt fast seit 2 Wochen täglich meditiere, kann ich dann recht gut in die Loslassen-Energie und dann sitze ich einfach nur da, lass los und lass es einfach passieren. Und eben nicht dann noch völlig innerlich aufgebracht zu sein von, ich habe jetzt gerade hier Vollgas Liegestütze gegeben, sondern zu switchen und erst in die Willenskraft zu gehen und dann in die andere Energie oder auch andersrum. Ich glaube, das ist die hohe Kunst und das bin ich gerade sehr, sehr intensiv am Trainieren. Liebe Freunde, ich hoffe, ich konnte einen kleinen Anstoß geben und vielleicht ist dieses Thema ja für euch auch gerade relevant in eurem Leben, in eurem Business. Checkt mal für euch ein, in welcher dieser beiden Energien ihr gerade mehr seid und wie ihr vielleicht die jeweils andere mehr in euer Leben holen könnt. Und lasst mir gerne dazu unterhalb einen Kommentar da. Ich freue mich, von euch zu hören und wir sehen uns morgen.